Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 2. April. Siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür am Grabe Jesu und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Matthäus 28, Verse 2 und 3. Jesus lebt. Der Sohn Gottes ist auferstanden. Es ist so unbegreiflich, so unwahrscheinlich. Aber was tut's? Die Freude überströmt die Herzen derer, die an Jesus glauben. Und dass es so unbegreiflich ist, das ist ihnen gerade recht. Da ist der gewaltige Engel. Wie freute er sich wohl, als ihm Gott den Auftrag gab. Jetzt brich hinein in die sichtbare Welt. Reiß die Steinplatte vom Grab des Sohnes und bahne ihnen den Weg. Die Stunde des Lebens ist gekommen. Ich habe im Geist den Engel dahinstürmen sehen, wie er lachend denkt. Sieh mal an, um die Soldaten, die das Grab bewachen, kümmern wir uns gar nicht. Und in dem allmächtigen Rom haben wir auch nicht angefragt, wie sich die kaiserliche Regierung dazu stellt, wenn wir das Urteil des Prokurators Pilatus einfach missachten. Und die Priester und die ganze Kirche sind nicht gefragt worden, ob diese Auferstehung wohl zur Förderung des religiösen Lebens dient. Und die Weisen und Gelehrten sollen zusehen, wie sie diese Sache in ihr Weltbild einordnen. Gott stellt die Welt einfach vor die vollendete Tatsache. Herrlich, so ziemt es dem großen Gott. So ähnlich wohl wird der Engel gedacht haben. Und so geschah es auch. Gott stellt die Welt vor die vollendete Tatsache. Jesus ist auferstanden. Nun fallen die Soldaten in Ohnmacht. Pilatus ist verlegen. Die Priester sind ratlos. Die Jünger Jesu aber wurden froh, dass sie den Herrn sahen. Herr, wir beten dich an und freuen uns in dir. Amen.